Hallihallo ihr Lieben, ich habe vier neue Produkte für euch. Ja, der DM-Haul kommt dann praktisch hinterher. Ich ziehe jetzt etwas vor, was ich eigentlich noch nie gemacht habe. Ich habe mir Sachen bei DM gekauft und wollte euch den DM-Haul zeigen. Und dann habe ich bei Instagram und Facebook schon die Sachen gepostet und ihr wart alle da ganz wild nach hinterher, die Sachen zu sehen. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich ziehe das diesmal vor und zeige euch die schönen Sachen, die ich mir gekauft habe. Und ich habe die auch schon ausprobiert. Ich blende euch mal Bilder mit ein, wo ihr sehen könnt, wie ich sie verwende. Und dann habt ihr auch gleich mal einen Eindruck davon, wie die so sind. Ja, das sind Sachen von Neutrogena. Ich weiß nicht, ob ihr sie schon bei euch gesehen habt, ne, im DM oder Rossmann oder Müller, wo ihr auch seid. Es gibt neue Sachen von Neutrogena. Einmal haben wir hier die Hydra Boost Tücher. Und zwar sind das Aqua Reinigungstücher. Und es steht drauf, spendet Feuchtigkeit, entfernt selbst wasserfeste Mascara. Das werden wir heute mal sehen, weil ich habe die neue Mascara von L'Oreal drauf. Und es ist spürbar, es macht spürbar geschmeidige Haut mit Hyaluronsäure von Dermatologen entwickelt. Mit Hyaluronsäure. Ich glaube, das war auch nur der Grund, warum ich die gekauft habe. Die sind mir als erstes in die Hand gefallen. Da habe ich gedacht, oh, neue Abschminktücher. Da müssen wir gleich mal gucken. Ne? Neu steht ja auch oben drauf. Ich habe mir gedacht, Neutrogena. Ich habe mich erst völlig vertan. Ich habe gedacht, Garnier. Weil das stand da, wo immer die Garnier-Artikel bei uns beim DM stehen. Und auf einmal war so ein Aufsteller wieder in Blau. Ne? Garnier hatte ja letztens auch was in Blau. Und hinterher dachte ich, nee, das ist ja Neutrogena. Okay. Ich habe mir gedacht, ich teste diese Tücher mal aus. Im Übrigen schreibe ich euch die Preise wieder unten in die Infobox rein. Ich muss mal ganz kurz schauen, ob ich hier noch was finde, wie viele Tücher drin sind. Wenn nicht, schreibe ich es euch unten rein. Ich werde es irgendwo finden. Wenn nicht, schaue ich bei DM einfach nochmal auf die Seite. Ja, diese Tücher habe ich verwendet. Und zwar, ich muss mal überlegen, in welchem Video habe ich die eigentlich verwendet. Jedenfalls in irgendeinem Video, was ich gedreht habe. Und da war ich so erstaunt, dass ich gleich abends dann auf Facebook gepostet habe, Mädels, diese Tücher sind der Hammer. Und das sind sie auch für mich. Die sind so toll, so tolle Tücher. Hatte ich noch nie. Auch nicht die von Aldi oder so. Was ich hieran ganz, ganz, ganz toll finde, ist, dass sie erstens mal super dick sind. Ja, das sind nicht so eine dünnen Fusseldinger. Dann sind sie flauschig, also schön dick und flauschig. Das war schon mal klasse, weil man hatte wirklich was in der Hand. Und dadurch, dass sie so flauschig sind, hat man das Gefühl, dass diese Fasern wirklich so alles vom Gesicht runternehmen. Und das habe ich gleich beim Abnehmen gemerkt, dass ich dachte, Mensch, das ist ja klasse. Die sind so richtig, also so wie aufgeraut und aufgepluschert. Und ich sage mal, die sind ganz toll. Da kann man super mit übers Gesicht gehen und sich das so runterholen. Ich kannte bisher ja nur die Micellentücher von Garnier. Ich habe die von Aldi schon gehabt. Ja, ich habe diese hier jetzt und eigentlich war das bisher alles. Wenn jetzt natürlich jemand sagt, es gibt die noch von einer anderen Firma und da sind die auch dick und flauschig und auch mit Hyaluronsäure. Gut, würde ich auch gerne mal austesten, aber jetzt kommt es, nachdem ich also mein Make-up runtergenommen hatte mit diesen Tüchern, da bin ich mir übers Gesicht gegangen und ach, das war bei der Maske, beim Maskenvideo. Und dann habe ich richtig gemerkt, wie noch auf einmal man so einen richtigen, ich will nicht sagen so einen Film auf der Haut hatte, sondern die Haut war so richtig wie mit Hyaluronsäure. Ich kenne Hyaluronsäure. Und ich bin hinterher übers Gesicht gegangen und nochmal mit so ein bisschen Thermalwasser von Aveen. Und dann habe ich so gedacht, man hat richtig gespürt, wie man diese Hyaluronsäure auf der Haut hat, wie dieses Hyaluronsäure-Gel, was ich früher so in den ersten Jahren hatte, bis sie jetzt halt so flüssig geworden sind, also niedermolekular und bla bla bla. Also ich fand diese Tücher richtig klasse. Man hatte hinterher ein richtig tolles, gepflegtes Hautbild, wo man wirklich das Gefühl hatte, man hat Hyaluronsäure getränkte Haut. Die war nicht ausgetrocknet, die hat nicht gespannt oder so, wie man das manchmal hat. Also super, super pflegend und hat toll das Make-up runtergenommen. Also diese Tücher sind der Hammer. Ich fand die richtig toll und ich werde mir die auch bestimmt wieder nachkaufen jetzt. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich natürlich meine anderen auch irgendwie loswerde. Die muss ich ja auch aufbrauchen. Ja, muss ich mal sehen. Also Hydro Boost heißen die. Es ist der Kracher. Also wirklich an Neutrogena. Tolles Produkt habt ihr da auf den Markt gebracht. Ich finde es einfach nur spitze. Das nächste Produkt, was ich schon ausprobiert habe, dann im Nachhinein gleich, war das Hydro Boost Cleansing Gel. Das ist ein Aqua-Reinigungsgel, ja, in dieser Flasche hier. Ne? Wir haben hier drin 200 Milliliter und es macht einen super schönen es macht keinen Schaum, es ist Quatsch. Es macht ein super schönes Hautgefühl. Also mich hat es ein bisschen
an das Cleansing Gel von der Konsistenz her an das von Babu erinnert. Und bisher hatte ich immer nur welche, die gar nicht groß geschäumt haben. Die waren dann so ganz irgendwie weg von der Haut oder sie haben doll geschäumt oder sie haben meine Haut sehr ausgetrocknet. Und das war ja bei Babu so der Fall, wo ich euch sagte, ich finde dieses Cleansing Gel so toll. Und jetzt trage ich auf einmal von Neutrogena dieses Cleansing Gel auf, also diesen Hydro Boost Aqua Reinigungsgel, spendet Feuchtigkeit, reinigt und erfrischt für spürbar geschmeidige Haut, auch mit Hyaluronsäure. Na, das war ja was für mich, Mädels. Also dann habe ich mir damit das Gesicht gewaschen. Und dann hatte ich auch diesen feinen, geligen, feine, gelige, ein Schaum ist das nicht. Das ist nur so wie so ein Aufemulgieren. Und so ein bisschen hat es geschäumt. Beim zweiten Mal dann, wenn das Gesicht, ich mache ja mein Gesicht immer zweimal, manchmal sogar dreimal. Und dann konnte man also merken, dass so ein ganz feiner Schaum entsteht. Das hat man ganz oft bei ganz teuren Duschgelen, wo man sagt, also wenn da nicht so diese Tenside drin sind und alles, dann haben die auch nur so einen ganz, ganz feinen Schaum. Und das war hier so. Das war so ein bisschen gelig und so ein bisschen leicht anschäumend. Aber so ganz toll auf der Haut, und als ich hinter mein Gesicht angefasst habe, da habe ich gesagt, das ist wirklich so, dass man das Gefühl hat, das Gesicht spannt nicht, es ist durchfeuchtet, es wird die Hyaluronsäure sein, auch irgendwie, auch wenn hier jetzt nicht so viel drin ist. Ich hatte das Gefühl, dass in den Tüchern mehr ist, mehr wie hier in der Reinigung. Nun gut, jetzt habe ich ja auch meine Mikrofasertücher und ich nehme dann richtig auch dieses Gel wieder runter, und dann ist die Haut natürlich auch erstmal wieder ja so ein bisschen trockener, weil diese Mikrofasertücher, die ziehen ja aus der letzten Pore alles raus, ne? Es bleibt eine Restfeuchtigkeit, aber ich weiß dann immer nicht, ob es mir nicht auch die Hyaluronsäure mit runterzieht. Aber nach den Tüchern habe ich es halt ganz besonders gemerkt. Also das werdet ihr merken, nach den Tüchern, wenn ihr die benutzt, habt ihr eine ganz, ganz zarte, wie eingecremte oder nicht eingecremte, aber als hättet ihr schon so ein Serum drauf. Ne? So ein Gefühl war das für mich. Und wenn man mit den feuchten Fingern rübergegangen ist, dann wurde das so ein bisschen flutschig, da hat man so richtig gemerkt, das ist so die Hyaluronsäure. Ne? Aber dieses Gel, super einmalige Spitze. Das hat gereinigt. Also ihr könnt auch schon sehen, wie viel da raus ist. Ne? Ich habe mir da jetzt also schon dreimal mit morgens, abends und wieder morgens nochmal das Gesicht gereinigt, und ich war richtig begeistert und habe mir gedacht, Donnerwetter, das wäre so ein Pendant zu Barbour. Jetzt, gut, jetzt weiß ich nicht, bei Barbour Inhaltsstoffe und so vielleicht ein bisschen besser. Aber wie gesagt, 30 € ist ja immer so eine Hausnummer für mich auch. Und hier steht auch immer drauf, mit Dermatologen entwickelt. Und das finde ich also von Neutrogena schon richtig toll. Ich habe ja jetzt auch gehört von einer YouTuberin, die sagte, früher gab es Neutrogena nur in der Apotheke. Ob es die jetzt auch im DM, also in der Drogerie, gibt? Ja, es gibt sie bei Rossmann und bei DM habe ich sie gesehen. Ich gehe von aus, bei Müller gibt sie auch. So, und dann gibt es noch ein Hydro Boost Gelee, und zwar ein Reinigungsfluid. Und das habe ich jetzt auch ausgetestet. Das werdet ihr gleich sehen. Die Bilder blenden wir auch mit ein. Und zwar hatte ich das gestern Abend schon einmal verwendet und ich mache es jetzt extra fürs Video nochmal. Da habe ich erst gedacht, das wäre ein Reinigungsgelee. Ne? Da habe ich gedacht, was mache ich denn jetzt damit? Ich habe geguckt, ich dachte Reinigung, ah okay, dann kann ich das auch mit Wasser und so. Und das war aber, da steht drauf, kein Abwaschen nötig. Ne? Also kein Abwaschen. Das heißt, ich kann das also nehmen. Und man könnte sogar, steht auch drauf, also entfernt auch Make-up und erfrischt. Und da habe ich mir gedacht, okay, das werde ich jetzt mal austesten. Also steht drauf, spendet Feuchtigkeit, entfernt Make-up und erfrischt für spürbar geschmeidige Haut, auch mit Hyaluronsäure, mit Dermatologen entwickelt. Und da habe ich mir gedacht, das werden wir mal zusammen austesten. Das heißt, ich werde mein Make-up mit den, ja, ich gucke mal, ob ich mein Make-up, ne, damit runtergenommen habe. Ihr werdet das dann gleich sehen, weil das Video drehe ich immer. Ich muss ja immer in Etappen drehen. Und manchmal kommen dann Bilder, die habe ich im Nachhinein gedreht. Aber ich denke mal, ich nehme dann nachher mal mein Augen-Make-up mit runter. Gestern habe ich es im Gesicht nur gemacht. Da habe ich mein Augen-Make-up separat runtergenommen und habe das hier nur für das Make-up benutzt. Aber ich habe mir gedacht, ich werde mal gucken, wie das ist. Ich werde damit mein Augen-Make-up runternehmen. Und ich denke mal, also fürs Gesicht war es sehr schön. Auch super, super gut. Kein Abwaschen mehr nötig, das wäre jetzt nichts für mich. Ich würde trotzdem auch nach diesem Gelee mein Gesicht immer abwaschen. Ich würde niemals nur Reinigungstücher nehmen. Ich spreche da vielleicht auch mal alle Jüngeren unter euch an, die denken, ach, wenn ich so eine Abschminktücher habe, dann mache ich alles runter und dann kann ich mich gleich eincremen. Ihr werdet euch wundern, wenn man sich noch wäscht mit Mikrofaserwaschlappen, was man da drin noch an Make-up-Resten findet. Und auch noch mal hinterher gehe ich noch mal dabei mit einem Toner und nehme mir
hinterher mit dem Wattepad nochmal alles runter und gebe dann den Toner meistens hinterher im Nachhinein nochmal pur auf meine Hände und nochmal auf mein Gesicht, weil so ein Toner kann man auch wirklich nehmen, um das Gesicht wieder zu erfrischen, so in pH-neutralen Balance wieder zu bringen. Und deswegen gebe ich so einen Toner auch im Nachhinein immer auf meine Hand und gebe das dann aufs Gesicht. Aber wie gesagt, ich werde das also wie gesagt jetzt mit einblenden, wie ich mich damit also auch abschminke. Und dieses Gelee ist natürlich ist eine tolle Konsistenz, ne? Das muss man, glaube ich, so einmal erlebt haben, wie so ein Gelee ist. Also ich fand es sehr, sehr schön gestern Abend schon. Aber wie gesagt, kein Abwaschen nötig, würde ich nicht machen. Ich würde mich immer im Nachhinein noch abwaschen und dann mich erst pflegen und meine Sachen auftragen. So, und dann gibt es ja noch das Hydra Boost Micellenwasser. Ja, und das ist dann alles so das gewesen, was mir dann in meinen Einkaufskorb fiel oder landete. Wie gesagt, es spendet Feuchtigkeit, entfernt Augen-Make-up, erfrischt und macht spürbar geschmeidige Haut mit Hyaluronsäure mit Dermatologen entwickelt. Ja, das ist auch sehr, sehr schön. Damit habe ich zwar noch nicht mein Augen-Make-up runtergeholt, aber das könnte ich auch noch mal probieren. Ich habe es mir aber gestern auch aufs Gesicht gemacht, nach dem Reinigen noch mal mit dem Wattepad noch mal pur aufs Gesicht aufgetragen. Ich gehe dann auch so mit über meine Augen, es brennt überhaupt nicht. Und ich könnte noch mal gucken, ob es jetzt auf dem Wattepad noch mal das Augen-Make-up runternehmen würde. Das könnten wir noch mal ausprobieren. Aber wie gesagt, auch so schon auf der Haut. Tolles, tolles Produkt. Wirklich, das hat alles so ein, ich habe das so gemerkt, so einen erfrischenden Effekt. Ne? Man hat das nicht so mit jedem Produkt, finde ich. Und auch diese Hyaluronsäure, wenn man so dieses gesamte Paket jetzt nimmt, ja, so dieses, die Abschminktücher, das Micellenwasser, das Reinigungsgel oder auch eben das Reinigungsgelee oder die Lotion. Gelee steht vorneweg, Gelee, Reinigungslotion steht ja drauf. Man hat hinterher ein ganz tolles Hautgefühl. Also die Reinigung und die Pflege, muss ich sagen, ist hier wirklich zusammen, ja. Man hat also nicht nur das Gefühl, hinterher man hat sich gut gereinigt, aber die Haut spannt, das macht es also nicht. Es ist wirklich so, dass die Haut hinterher sehr schön gepflegt ist und ich liebe es wirklich. Ich werde es jetzt auch erstmal aufbrauchen. Das ist immer ganz gut, dass ich mal was finde, was mir auch sehr gut gefällt, wo ich nicht immer zu den ganz, ganz teuren Produkten greifen muss, wo ich immer sagen muss, natürlich stehe ich dazu, die sind auch alle super, super toll. Aber ich muss auch mal was finden, wo ich sage, die kommen so 80% oder 90% daran. Also ich kann mal sagen, im Moment ist es so, ich werde das noch eine ganze Weile benutzen, werde euch dann mal irgendwann nach einer Woche noch ein Review abdrehen und euch dann sagen, inwieweit hat mich das jetzt so überzeugt, dass ich sage, jawohl, es waren 100%, ich brauche jetzt nicht unbedingt von Barbour das Cleansing Gel, oder ich würde sagen, na gut, also das Barbour Cleansing Gel war schon besser, aber das Neutrogena tut es auf alle Fälle. Ich komme vielleicht mit 80 oder 90% da dran und das ist schon super, super gut. Es ist ein Drogerieprodukt, ja. Und aber diese Abschminktücher, die sind echt klasse. Die sind, also es ist alles klasse, aber die sind immer so, die hole ich mir auf alle Fälle nach. Und ich würde mir auch das Micellenwasser nachkaufen, auch das Reinigungsgel. Bei dem Gelee-Reinigungslotion, da muss ich mal gucken. Vielleicht wären es auch am Ende einfach diese drei Produkte zusammen mit dem mit den Tüchern, ne? Da müssen wir mal gucken. Ich wollte sie euch auf alle Fälle alle zeigen, weil ich finde sie alle toll, sie sind alle schön und es ist ein guter Preis, muss ich sagen, man kann nicht meckern. Ich weiß, dass es irgendwie so um die 4 Euro waren, deswegen sage ich es jetzt nicht ganz genau. Ich setze es euch unten in die Infobox rein, schaut da einfach mal nach und dann könnt ihr die Preise auch sehen und ja. Wie gesagt, ich bin total begeistert. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr jetzt noch irgendwelche Fragen habt, fragt auch einfach mal auf Instagram oder Facebook. Ich antworte ja eigentlich immer, es wissen ja die meisten schon. Und da könnt ihr mir auch noch ein paar Fragen stellen, wenn noch irgendwas unklar ist. Auf alle Fälle, ich bin dran vorbeigegangen und habe erst die Tücher gehabt. Und dann ging das immer so, oh. Und das noch und das noch und ich mich versah, war alles im Einkaufskörbchen. Es gibt im Übrigen da noch eine Feuchtigkeitscreme von, die habe ich jetzt nicht genommen, weil ich fast zu 99% davon ausgehe, dass sie für meine reife Haut zu wenig ist. Und das wäre mir dann vom Geld her zu schade, dass ich sage, ich habe es ausgegeben und im Nachhinein muss ich noch drüber machen, was oder. Also ich habe sie nicht gekauft, die gibt es, aber es gibt da noch eine Feuchtigkeitscreme für. Ich denke mal, so alles, was bis 35, 40 kann die bestimmt verwenden, aber ich mit 50 nicht mehr unbedingt. Aber wie gesagt, tolle Produkte, vielen Dank und schön, dass ihr wieder reingeschaut habt. Bis zu meinem nächsten Video. Macht's gut, tschüss.